Hallo liebe Hausbauhelden, in unserer heutigen Haustour zeige ich euch was Besonderes, nämlich ein Holzhaus aus Modulen. Das Musterhaus da Horn2Go ist seit neuestem hier am Firmenstandort des Holzhausherstellers Sonnleitner in Ortenburg zu besichtigen und ist gleich in mehrfacher Hinsicht was Besonderes. Es ist nämlich das erste Musterhaus des Herstellers in Modulbauweise und auch Einbaumöbel bis hin zu Küchen und Fenstern werden hier aus eigener Herstellung geliefert und eingebaut. Und was das alles mit sich bringt und wie das aussieht, schauen wir uns heute zusammen an. Die Vorteile von dieser Modulbauweise sind, die Module kommen als Ganzes mit Boden und Dach schon auf die Baustelle. Das Ganze kann also auf Streifen- oder Schraubfundamente gesetzt werden, ohne große Bodenversiegelung. Und wenn ihr tatsächlich jetzt nur ein Modul habt, das ihr als Tiny House oder Ferienhaus nutzt, kann man das auch mit überschaubarem Aufwand wieder versetzen. Dieses Haus ist jetzt aus 4 Modulen zusammengesetzt. Da stellt sich natürlich die Frage des Versetzens dann nicht mehr. Aber es sind unterschiedliche Module, 2 nebeneinander, 2 obendrauf, die innen ganz spannende Verbindungen auch eingehen. Und dadurch, dass die versetzt sind und unterschiedlich lang sind, entstehen hier auch geschützte Vor- und Rücksprünge, Terrassen, sehr gut nutzbare Außenräume. Insgesamt hat es dann hier auch 137 Quadratmeter Nutzfläche nach Wohnflächenverordnung. Innen drin sind es dann noch 102 Quadratmeter Wohnfläche, denn diese ganzen Terrassen sind ja teilweise auch als Wohnfläche mit anrechenbar. Und auf der Baustelle in diesem Fall wird dann noch aufgesetzt dieses flach geneigte Satteldach. Das sind jetzt hier 10 Grad und da kommen dann eben ganz normale Ziegeln drauf, sodass das oben auch dicht ist. Dann haben wir jetzt hier eine moderne Variante, eine moderne Optik, ganz ohne Dachüberstände. Das heißt, wir haben auch diese kantigen Dachrinnen am Rand, die irgendwie sehr schön aussehen und die Fallrohre, die entsprechend in Anthrazitgrau beschichtet sind. Die Fenster, die Holz-Alu-Fenster baut der Haushersteller selbst. Das heißt, hier können auch alle Formate und Formen genau so hergestellt werden, wie sie dann im individuellen Entwurf drin sind. Und dazu vielleicht noch ein Wort. Der Hersteller baut schon sehr, sehr lange Holzhäuser in vorgefertigter Holzständerkonstruktion. Und es ist eben auch möglich, diese Architektur aus einzelnen Wandelementen zu bauen. Es ist also kein reiner Modulhaushersteller, denn diese Module zu bauen ist natürlich auch ein erhöhter Aufwand und jetzt 4 zusammenzusetzen ist dann auch preislich jetzt überhaupt kein Vorteil. Das ist jetzt nicht irgendwie billiger, als wenn man diese Architektur aus einzelnen Wandelementen erstellen würde. Stichwort individuelle Planung. Die Module haben jetzt hier kein festgelegtes Rastermaß. In dem Fall sind sie ungefähr 3,50 Meter breit. Das längste Modul ist 12,75 Meter lang. Das hat was mit der maximal sinnvoll transportierbaren Abmessung zu tun, ist aber variabel wählbar. Insgesamt durch diese Versetzen der Module ist das Gebäude 6,74 Meter breit und 15,55 Meter lang. Wir stehen jetzt hier schon neben der wirklich sehr besonderen Fassade. Das ist ja wie gesagt ein Hersteller, der in Holzständerkonstruktion baut, vorgefertigt mit einem sehr, sehr hohen Massivholzanteil. Das ist jetzt nämlich hier außen tatsächlich eine 5 cm starke Blockbohle in Fichte mit einer besonderen Fräsung, die der Hersteller hier vorgenommen hat und einer besonderen Lasur mit so Metalleinschlüssen. Die ist wirklich so, die glitzert so metallisch, das nennt sich wohl Pyritgrau und soll den natürlichen Vergrauungsprozess so ein bisschen vorwegnehmen. Das heißt, das ist jetzt so und wird mit der Zeit natürlich, wenn die Lasur dann weggeht, wird es natürlich vergrauen und das passiert dann eben gleichmäßiger. Hier sehen wir jetzt mal das eben erwähnte Fallrohr, die Holz-Alu-Fenster und die ganzen Flaschnerarbeiten. Das ist ein Anthrazitgrau gehalten. Wir kommen jetzt hier auf die erste Terrasse. Das ist die Eingangsterrasse. Das ist jetzt in Lerche und man sieht schon, das Holz liegt jetzt hier seit etwa einem Jahr und ist schon natürlich vergraut. Das passiert halt mit dem Holz, wenn es jetzt
unbehandelt ist. Hier kommen wir jetzt schon an einem großen Hebeschiebeelement vorbei. Dahinter befindet sich das Wohnzimmer. Und wenn wir jetzt hier um die Ecke kommen, sehen wir gleich den überdachten Eingangsbereich, der eben auch ein Nebeneffekt von dem Versetzen der Module ist. Das heißt, ich bekomme hier ohne großen Aufwand eine windgeschützte, sehr schöne Eingangssituation. Hier ist ein Vordach rausgezogen mit einer Stahlstütze, sodass ich hier wirklich trockenen Fußes ankommen kann. Und wie es innen aussieht, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Modul 1 rein und haben hier so eine kleine Diele. Das sind nur 3,5 Quadratmeter. Hier wird kein Platz verschwendet. Ihr wisst, als erstes gucke ich immer nach einer Garderobe. Hier ist es eine sehr schöne gestalterische Lösung mit so einem gespritzten Baustahl, wo man einfach verschiedene Haken einhängen und was aufhängen kann. Stauraum für mehr Garderobe gibt es nachher hier unter der Treppe. Hier gibt es auch noch mal einen Technikraum, wo wir reinschauen. Von den Grundmaßen haben wir jetzt hier eine lichte Raumhöhe von 2,50 Meter. Auf dem Fußboden haben wir jetzt so einen Belag, der so von der Optik ein bisschen geschliffener Estrich sein soll. Und hinter mir liegt jetzt ganz vorne im Modul 1 das Gästebad. Und das ist jetzt mit 4,3 Quadratmetern nicht riesig, aber sehr gut ausgenutzt, denn es gibt oben nur ein Bad en suite im Elternschlafzimmer. Das heißt, ihr braucht hier unten nochmal ein Bad. Hier gibt es jetzt eine bodengleiche Dusche, die ist sehr geräumig, die ist 1,20 x 1,10. Ihr seht schon, die Duschtasse ist nur 90 breit. Ich nehme an, das ist so ein Standardmaß von dem Hersteller. Und ich finde es aber sehr schöne Idee, trotzdem diesen Bereich einfach breiter zu machen, hinten nochmal zu fließen. Dann hat man da auf jeden Fall richtig Platz. Man kann jetzt hier auch an der Wand die Fliesen ganz gut sehen. Das ist ganz modern. Feinsteinsäulen in Betonoptik. Von den Maßen jetzt 60 x 1,20. Also ein großes Format, das auch jetzt nicht Standard wäre. Hinter mir sehen wir jetzt eine weitere Besonderheit des Herstellers, der ja auch eine eigene Möbelmanufaktur hat. Dann ist das eben alles aus einem Material. Es ist jetzt hier sehr schön in Esche und hier oben haben wir das dann in Schwarz lackiert. In der Küche ist das gleiche Materialkonzept durchgezogen. Das schauen wir uns gleich an. Und hinter mir sieht man jetzt das hochliegende Fenster im WC. Das ist jetzt 1,50 Brüstung. Hier ist auch gleich schon Milchglas drin, wobei jetzt bei der hohen Brüstung wahrscheinlich niemand reinguckt von draußen. Und das ist jetzt hier ein quadratisches Format von etwa 70 x 70 cm. Ihr werdet das an der Stelle brauchen, denn wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, hier an der Decke, es gibt keine Lüftungsanlage im Haus. Da sage ich euch auch gleich noch was dazu. Wir haben ja den hohen Holzanteil und deshalb ist es auch nicht notwendig. Aber jetzt schauen wir mal gerade rundum in den Technikraum. Hier direkt ums Eck gibt es einen kleinen Hauswirtschafts- bzw. Technikraum. Das Haus steht ja bzw. nicht auf Bodenplatte, sondern auf Streifenfundamenten, ist also nicht unterkellert. Und hier haben wir jetzt 4 Quadratmeter, da ist Anschluss für Waschmaschine und Trockner. Hier ist jetzt keine Heizung drin, weil das Ganze am Werk an die entsprechende Werksanlage angeschlossen ist. Hier wäre natürlich Platz für einen Warmwasserspeicher und so eine Wärmepumpe, die die Fußbodenheizung bedient, so ein Splitgerät, wo dann innen auch wirklich nur eine kleine Einheit ist. Und ansonsten, so viel Haustechnik braucht man hier ja nicht, weil eine große Lüftungsanlage hier nicht verbaut oder nicht notwendigerweise verbaut werden muss. Wir gucken jetzt mal gerade hier weiter. Modul 1 ist dann quasi hier Küche und Essplatz. Das sind dann nochmal 24,16 Quadratmeter. Das ist jetzt nur dieser Bereich. Und hier sehen wir jetzt die Küche, die komplett
vom Haushersteller auch gebaut worden ist. Das Schöne ist, dass wir von dem Materialkonzept hier wirklich durchgehend sind, dass hier alles genauso individuell geplant werden kann, wie man das braucht und dass wir eben hier auch innen alles in Esche haben, also das Ganze wirklich echtes Holz ist. Hier vorne haben wir dann so eine MDF-Platte, schwarz matt lackiert und die Arbeitsplatte ist in Naturstein. Das heißt, das ist also wirklich alles von der Materialität sehr, sehr schön. Hier haben wir dann umlaufend eine Holzgeschichte auch und das Ganze ist tatsächlich lackiert. Es fasst sich aber an wie ein geöltes Material. Also es ist wirklich total schön. Es ist so ein matter Lack mit einer Naturtouch-Oberfläche und das ist eben abwaschbar und ist nicht so wasserempfindlich und fühlt sich aber wirklich an wie ein richtig schönes Holz. Von der Höhenabwicklung haben wir jetzt hier die Arbeitsplatte relativ hoch, das sind 96 cm, alles eben hier mit so verdeckten Griffmulden. Wir haben hier eine Spülmaschine drin, dann unter der Spüle klassischerweise hier die Abfallkombination, dann ist hier der Einbauherd drin, da hinten hinter mir seht ihr einen hoch eingebauten Kühlschrank, was immer praktisch ist. Und wir haben dann hier, wie gesagt, die 96 cm Brüstungshöhe, insgesamt sind dann hier 1,35. Das Ganze ist dann 66 cm hoch, 3,50 Meter breit und man hat eben hier rechts und links so einen kleinen Öffnungsflügel, weil wie gesagt, wir haben keine Lüftungsanlage und dann ist es sehr sinnvoll. Es ist eben auch schön, das hochliegende Fensterband in der Küche zu haben, weil man hier unten drunter ungestört arbeiten kann. Hier ist auch nochmal so ein eingelassenes LED-Licht, was ich sehr schön finde. Und was für eure Planung noch wichtig ist, die Steckdosen. Wir haben jetzt hier hinten zwei, das reicht in der Küche nicht. Dann gibt es da oben noch eine. Da komme ich jetzt nicht dran. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für Ideen habt, was man da oben einstecken könnte. Und hier haben wir jetzt nochmal dieses Kochfeld mit dem Abzug nach unten. Das finde ich immer sehr praktisch. Die obere Schublade ist dann zu, weil da die Ablufttechnik drin sitzt. Aber man hat dann eben hier auch diese Steckdosen, die wirklich sehr praktisch sind, für alles einzustecken, was man hier direkt in der Küche braucht. Und dann geht es eben hier rum um diesen kleinen Tresen in den Essbereich. Das ist auch wieder der Tisch, der dann vom Hersteller kommt in Esche, auch mit dieser wunderschönen Soft-Touch natürlichen Oberfläche. Also da könnte ich den ganzen Tag drüber streichen. Und was jetzt hier hinter mir anschließt, ist natürlich sehr, sehr schön die 8,6 Quadratmeter große Terrasse. Das Ganze ist jetzt durch eine Hebeschiebetür angebunden, sodass also praktisch dieses komplette Modul hier vorne so groß wie möglich verglast ist. Wir haben jetzt hier die 1,30 Öffnungsbreite, sodass man hier wirklich auch wunderbar rauskommt und durch die Hebeschiebetür auch den super flachen Austritt nach draußen, sodass das also wirklich sehr gut anschließt. Wir haben hier auch übrigens überall Lamellenjalousien. Ich weiß nicht, ob ihr eben schon mal irgendwo so einen Schalter gesehen habt. Es ist ein Smart Home System drin, ein kabelgebundenes für die Steuerung von Licht und Beschattung. Das zeige ich euch nachher auch nochmal. Und jetzt gehen wir gleich mal rüber in Modul 2. Als erstes schauen wir mal hinter diese Tür. Hier ist nochmal eine Büro- oder Multifunktionsraumlösung gezeigt. Das ist jetzt der erste Raum in Modul 2, den wir uns anschauen. Der hat 11 Quadratmeter und es ist für mich wirklich ein Highlight zu sehen, wie hier der Fußboden, das Parkett in Esche und die Möbel aus dem gleichen Material sind. Das ist einfach total angenehm hier drin. Man sieht auch, dass es ein Vorteil ist, dass der Hersteller diese ganzen Holz-Alu-Fenster selber macht, weil es hier eben ganz unterschiedliche individuelle Maße gibt. Die ist jetzt wirklich besonders hoch, das sind 2,34 Meter und das ist einfach sehr schön für diesen Raum. Das passt sich nämlich dann sehr gut an diese große Festverglasung. Das ist 1,80 mal 2,50 Meter und sehr schön ist dann eben, dass hier gleich auch diese Sitzbank davor gefertigt ist. Da ist eben nochmal Stauraum drin. Das sind 40 cm Höhe und 40 cm in der Tiefe und ich persönlich könnte mir auch vorstellen, dass man die Raumabfolge tauscht, dass man also den offenen Wohnbereich hier vorne hin macht mit dem schönen Sitzfenster und eben auch ein bisschen versetzt zur Küche. Hier im Musterhaus ist es jetzt anders geregelt und das schauen wir uns an, denn hier um die Ecke kommt jetzt gleich das Wohnzimmer.
Das sind dann 14,7 Quadratmeter. Die sind jetzt hier offen gegenüber gelagert, Essplatz und Küche. Wie gesagt, hier oben könnt ihr jetzt auch mal die Grenze zwischen den beiden Modulen sehen. Das ist jetzt eben natürlich hier dann auch zweimal die Außenwandkonstruktion von der Stärke ist. Und auch hier haben wir dieses wunderschöne Escheparkett auf dem Boden. Zur Decke möchte ich auch noch was sagen. Wir haben hier drin so eine CLT-Decke. Das ist eine Art Brettschichtholz, das heißt Cross Laminated Timber. Und die ist eben sehr schlank und sehr stabil. Also das heißt, wenn man jetzt mit einer schönen Optik bei einer großen Spannweite eine schlanke Konstruktion haben will, ist die sehr gut geeignet. Und die hat eben auch schon eine sehr schöne Untersicht. Das ist Fichte hell lasiert und diese Breite von diesen Bohlen sind 22 cm. Das harmoniert sehr gut auch mit diesen Landhausdielen auf dem Boden, auch mit dieser hellen, hell geölten Lasur, die dann eben auch das Nachdunkeln verhindert und das ist für diesen Raum einfach wahnsinnig schön. Was auch wahnsinnig schön ist, dass wir eben auch hier diese große Hebeschiebetür haben. Das sind jetzt 2,18 Meter. Dieser Öffnungsflügel ist 1,60 Meter und hier kann ich euch jetzt auch gerade zeigen, haben wir eben dieses Panel, um diese Jalousien da automatisch eben oder jetzt eben elektrisch runterfahren zu lassen. Das ist ein sehr einfach und selbsterklärendes System. Das hier ist die Türsprechanlage, hat damit nichts zu tun. Man kann jetzt hier die Jalousien steuern, hier das Licht an- und ausmachen und das lässt sich eben auch programmieren und natürlich nach Wunsch erweitern. Und ihr kennt das schon, ich zeige das immer wieder gerne. Diese Lamellenjalousien haben eben den Vorteil, dass man sie eben runterfahren und dann auch so unterschiedlich kippen kann, sodass Sonnenschutz bei gleichzeitiger Durchsicht nach draußen möglich ist. Jetzt schauen wir uns noch den letzten Raum hier in Modul 2 im Erdgeschoss an. Das ist nämlich dieser praktische Abstellraum unter der Treppe. Den braucht ihr unbedingt. Das sind 5 Quadratmeter und weil es eben eine sehr geschickte Treppenanordnung ist, eine gerade zweiläufige Treppe mit Zwischenpodest, ist hier auch wirklich wahnsinnig viel Platz, wo ich mich ganz drin verstecken kann. Und natürlich ist klar, wenn ihr jetzt hier wohnt, habt ihr hier Speisekammer, habt ihr hier Abstellkammer und auf der Seite auch nochmal Platz für einen Garderobenschrank und Schuhe, wo er dann eben das, was er an Garderobe nicht täglich braucht, hier auf jeden Fall noch unterbringt. Und jetzt schauen wir uns gleich mal die Treppe und den Aufgang an und wie es oben aussieht. Hier, wie gesagt, die gerade zweiläufige Treppe, die sich um 90 Grad hier dreht an diesem Zwischenpodest und auch wieder sehr schön die Stufen in Esche. Die Setzstufen sind schwarz und hier seht ihr schon die Grenze von Modul 2, kommen wir jetzt hier hoch in Modul 3. Hier auch sehr schön diese Holzplatte wieder in Fichte mit diesem eingelassenen Regal. Oben ist diese Platte dann ein bisschen kürzer, sodass man da nochmal die LED-Hinterleuchtung hat. Und dieser ganze Raum, der ist jetzt etwa 92 cm breit und hat über 5 Meter Raumhöhe. Das gibt eine ganz besondere Atmosphäre und ist sehr schön. Diese Holzplatten, die fühlen sich nicht nur schön an und sehen nicht nur schön aus, sondern haben natürlich auch was damit zu tun, dass diese Häuser sehr gut ohne kontrollierte Lüftungsanlage funktionieren. Wie gesagt, der Hersteller hat da jahrzehntelang Erfahrung drin, weil diese offenporigen Holzoberflächen eben auch die Raumluftfeuchte sehr, sehr gut puffern können. Nur das zu euch, zur Info für euch. Und dann haben wir natürlich hier auch die Möglichkeit, wer nicht so viel Holzoberflächen haben will, diese Putz- oder Tapetenoberflächen zu haben. Da sind dann auch nochmal zwei Platten. Da ist eine Fichteplatte und dann kommt eine Gipsbauplatte drauf. Dann ist das mit so einem Untergrund gestrichen, der so ein bisschen eine Struktur hat. Und dann einfach mit Farbe drauf. Das sieht dann so ein bisschen aus wie Streichputz und das gibt dann eben eine modernere Optik. Wir sind jetzt hier oben in Modul 3 angekommen. Wir haben einen kleinen Flur und diese Ankleide, die gehört eben auch noch zu Modul 3. Das sind insgesamt 7 Quadratmeter, aber das schauen wir uns später an. Jetzt kommen wir erstmal hier ins
Kinderzimmer. Das Kinderzimmer liegt jetzt hier in Modul 3 oben und hat etwa 10 Quadratmeter. Es ist damit nicht riesengroß, aber es hat hier eine sehr schöne Einbaumöbellösung, wieder komplett in Esche. Von der lichten Raumhöhe haben wir hier oben jetzt übrigens 2,58 Meter. Und diese Einbaulösung ist also Schrank, Bett und Schreibtisch in einem. Wieder mit dieser netten Abtrennung. Das ist einfach so ein Baustahlbewehrungsgitter, der weiß gespritzt ist, wo man eben ganz unterschiedliche Sachen einhängen kann. Wir haben jetzt hier unten drunter Stauraum in den Schubladen und auch hier seitlich einen Einbauschrank drin. Auch wieder eine Nische hinterm Bett, die gleich mit so einem eingelassenen LED-Streifen belichtet ist, was sehr schön ist. Und das Highlight hier oben ist natürlich diese große Festverglasung 1,80 x 1,54, die dann eben hier durch diese halbhohe Podeststufe ins Bett auch irgendwie ein ganz gemütlicher Bereich zum Sitzen ist. Klar ist natürlich, dass ansonsten hier relativ wenig Stellfläche ist, die Möblierbarkeit nicht ganz einfach, zumal es ja hier noch den Zugang zur Dachterrasse gibt und da auch noch mal ein Fenster. Ich bin ja ein großer Freund von Tageslicht. Wir haben hier eine Brüstungshöhe von 1,20, 85 x 85 cm, aber ihr könnt natürlich dann hier nichts mehr stellen, vor allen Dingen, wenn dann da noch Schalter und Steckdosen sitzen. Das muss man sich dann einfach überlegen von der Möblierbarkeit. Hier raus geht es jetzt auf die Dachterrasse, die sich über beide Module zieht und mit 24,5 Quadratmetern wirklich sehr, sehr groß ist. Wir haben jetzt hier wieder auf dem Boden, wie auf allen Terrassen, die Lärche, die schon so schön silbergrau vergraut ist. Die wasserführende Ebene ist tiefer. Das ist jetzt eine ganz normale Flachdachabdeckung. Wir haben dann hier auch die Attika. Das sieht man hier, die Aufkantung. Und eben sehr schön der Effekt, dass jetzt dieses Geländer so ein bisschen nach innen versetzt ist. Wir haben jetzt ein eingespanntes Glasgeländer. Das ist eine sehr schöne, auch nicht ganz billige Lösung. Aber das ist natürlich optisch von unten eine sehr, sehr schöne Lösung. Und hier oben hat man einfach wunderschön viel Platz. Es geht dann hier rüber auf die Terrasse, die dann vor dem Elternbereich liegt. Da hat man eine Sitzmöglichkeit, hier hat man jetzt ein schattiges Plätzchen, es ist Außenbeleuchtung da. Es ist an alles gedacht und ich glaube, dass das Terrassen sind, die man wirklich sehr, sehr gut nutzen kann. Jetzt sind wir ja von Modul 2 schon rübergelaufen über die Dachterrasse auf Modul 1 und betreten jetzt hier Modul 4, in dem Elternschlafzimmer und Bad liegen. Das Elternschlafzimmer hat etwa 11,4 Quadratmeter und dem zugeschlagen optisch sind hier nochmal etwa 4,3 Quadratmeter in Modul 3. Ihr seht hier die Modulgrenze, was jetzt hier die Ankleide ist. Hier zum Flur gab es ja diese große Schiebetür, die dann eben entweder diesen Einbauschrank zumacht oder eben diese Abtrennung zum Flur. Und ihr habt insgesamt hier einen Raum, der dann eben fast 16 Quadratmeter groß ist. Sehr schön ist eben auch hier diese Ankleide, die dann maßgenau vom Haushersteller wieder eingebaut ist. Auch wieder alles in Esche hier, passend zum Parkett, das jetzt hier auch wieder in Esche ist. Und da gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten, wie das dann hier aufgeteilt und eingebaut werden kann. Das Schlafzimmer an sich hat jetzt hier nochmal ein Bett, das, ihr wisst es schon, auch vom Hersteller eingebaut ist. Sehr nett finde ich da hinten diese Möbelplatte, die schon so eine Wellenstruktur hat. Auch wieder hinterleuchtet hier mit dem LED-Licht. Ihr habt hier rechts und links jeweils zwei Steckdosen. Das heißt, ihr könnt euch auch eine Leselampe anschließen. Hier ist Licht und Beschattung draufgelegt, sodass man also dieses Fensterband und auch diese große Verglasung zur Terrasse hier mit den Lamellenjalousien beschatten kann. Und an der Stelle macht es wahnsinnig Sinn, dieses Fensterband zu haben. Wir haben hier eine Höhe von 85 cm. Das ganze Ding ist über 3,40 Meter lang. Und es ist sehr, sehr schön, dass hier einfach jeder rechts und links seinen Öffnungsflügel hat. Denn es hat ja vielleicht auch jeder andere Lüftungs- und Frischluftbedürfnisse in der Nacht. Und ich finde das einfach ganz schön, dass man das hier sehr gut portionieren kann. Und hier dahinter liegt jetzt das große Bad, das natürlich jetzt ensuite durchs Elternschlafzimmer erreichbar ist. Das heißt, es ist natürlich jetzt, wenn da drüben ein Kinderzimmer liegt, wirklich absolut notwendig, dass ihr unten das zweite Bad habt. Und hier kommen wir jetzt in das große Elternbad, das 12 Quadratmeter hat.
Das Bad ist wieder durch die klassische T-Wand hier gegliedert. Die ist mit 2,60 hier wirklich sehr lang, sodass hier üppig Platz für einen Doppelwaschtisch ist. Vom Möbelkonzept ist es genau wie unten wieder mit den Möbeln vom Haushersteller in Esche mit der schwarz lackierten Platte. Und hier ist also wirklich auf beiden Seiten viel, viel Stauraum. Und wir haben wieder viel offenporiges Holz, also nicht nur in den Möbeloberflächen, sondern auch an den Decken, sodass es also auch hier mit der Feuchtigkeit kein Problem sein sollte. Hier ist jetzt die Dusche drin, die ist mit 90 x 1,70 auch wirklich groß und geräumig. Und besonders schön ist, dass hier jetzt auch mal wirklich so eine riesen flache Duschtasse drin ist mit so einer speziellen Anti-Rutsch-Beschichtung. Das ist wirklich sinnvoll. Außerdem haben wir hier auf Putz jetzt eine sehr schöne große Regendusche und auch hier sollte das eigentlich mit dem Holz sehr gut funktionieren. Diese Bügel zum Aufhängen der Handtücher haben wir ja auch unten schon gesehen. Ob euch das insgesamt reicht, weiß ich jetzt nicht am Stauraum. Vor allen Dingen bräuchte man, glaube ich, hier noch mehr Licht. Diese hinterleuchtenden Spiegel sind sehr schick, mal abgesehen davon, dass sie sehr hoch hängen. Also Kinder können sich hier sowieso nicht im Spiegel betrachten. Habt ihr immerhin auf jeder Seite zwei Steckdosen und empfehlenswert wären da auch noch ein paar mehr Lichtauslässe, es sei denn, ihr wollt es gar nicht so genau wissen. So, dann haben wir jetzt hier um die Ecke die zweite Nische fürs WC. Das ist sehr, sehr schön, weil hier gibt es nochmal ein zusätzliches Fenster. Brüstungshöhe ist hier überall 1,20, fürs Bad optimal, da guckt einem keiner rein. Dieses Element ist 1,90 breit. Und je nachdem, nach welcher Richtung das ausgerichtet ist, kommt da natürlich auch mehr Tageslicht rein. Und hier ist dann eben nochmal ein kleines Fenster in der WC-Nische, das man auch öffnen kann, um da schnell abzulüften, was an der Stelle, wenn es keine Lüftungsanlage hat, wirklich Sinn macht. Was ich auch total nett finde, hier gibt es eine Leseleuchte über dem WC für Leute, die da gerne länger sitzen. Ist eine total nette Ecke. Jetzt haben wir alle Räume im Musterhaus da Horn to go gesehen und es steht hier, wenn ihr euch das selber mal anschauen wollt, am Firmenstandort in Ortenburg bei Passau. Hier gibt es insgesamt 5 Musterhäuser anzugucken, wobei 3 davon neu bzw. ganz, ganz neu sind und der Eintritt ist frei. Die Öffnungszeiten sind in der Regel montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr. Samstags von 10 bis 15 Uhr. Ihr könnt hier so rein, müsst euch vorne im Kundencenter einmal anmelden. Und wenn ihr euch die Grundrisse noch mal genau anschauen wollt, habe ich euch wie immer unten in die Description einen Link in unsere Hausdatenbank gesetzt, wo ihr noch mal in Ruhe schauen könnt. In der Videobeschreibung gibt es auch eine Preisinfo für euch. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke. Denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.